drei Tage. Freitagabend fahren wir los. Fühlt sich gut an, dass ich einmal nochmal hier war. Aber ich kann jetzt auch gerne wieder gehen. Ich habe jetzt diesen Plan und der Plan ist umzuziehen. Und ich bin fein damit. Als wir vor 5 Jahren nach Stockholm gezogen sind, war ich es, die sich am meisten auf diesen Umzug gefreut hat. Und ich war es auch, die nach einem halben Jahr nicht mehr zur Schule gegangen ist und zurück nach Hamburg wollte. Dorthin, wo ich das Gefühl hatte, ich bin zu Hause. Und weil ich Eltern habe, die mir alles ermöglichen, was mich nur glücklich machen könnte, bin ich zurückgekommen. 5 Jahre später und 5 Jahre mehr oder weniger reifer will ich zurück. Dorthin, wo ich so sehr von weg wollte. Also muss ich Tschüss sagen. Tschüss Hedwig, Tschüss Mama und Papa, Tschüss Emil und vor allem Tschüss alte Gewohnheiten. Was passiert hier gerade? Ich bin ausgezogen. Ich wohne jetzt alleine. Wir haben es jetzt Sonntag. Wir sind gestern angekommen. Papa hat mich gefahren, weil ich mein Auto noch nicht mitgenommen habe. Und wir haben alles gestern ausgeladen, den Mietvertrag überhaupt erstmal unterschrieben. Papa ist aber direkt wieder gestern Abend, nachdem wir essen waren, bei Kommandeurin. Das ist das beste Restaurant auf der ganzen Welt. Ist er wieder nach Hause gefahren, weil er arbeiten muss. Und ich bin jetzt alleine hier. Ja, ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Aber ich glaube, ich muss erstmal so ein bisschen ankommen. Ich brauche noch einige Dinge. Heißt, wir begeben uns gleich auf Wohnungs-Shopping-Suche. Hier war Sofa, Tisch und alles so ein bisschen drin, aber es fehlt noch einiges und das besorgen wir jetzt gleich mal. Und dann kriegt ihr einen kleinen Einrichtungshaul. Peace, Leute. Ich habe gerade die erste Fuhre besorgt und ihr seht jetzt, was ich gekauft habe. Wir fangen mit Glasholz an. Wunderschön. Duschgestell. Ja, für meine Shampoos und so, weil ich sowas nicht im Bad habe. Dann habe ich hier so Kisten gekauft für den Kühlschrank, wo ich Sachen drin verstauen kann. Vielleicht kaufe ich davon auch noch mehr. Noch so 2 kleine. Und so ein Ding, wo man das zwischendrin drauf machen kann. Und so als Deckel für oben drauf. Und dann war ich bei meinem All-Time-Favorite Sostrene-Grene. Da habe ich einmal einen Wäschebeutel gekauft für meine Wäsche. Dann habe ich 4 von diesen Boxen gekauft. Davon kommt auf jeden Fall eine ins Schlafzimmer und 2 oder 3 ins Badezimmer. Ich brauche aber fürs Badezimmer noch mehr, weil ich auch meinen Föhn und so alles wegpacken muss. Man muss smart Stauraum planen. Und dann habe ich ein Seifenschälchen besorgt, weil ich habe keine Seife. Ich gehe hier auf Einrichtung bunt. Also nicht bunt, aber ich will nicht ein paar Geschirr oder so haben. Ich will einfach alles mixen. Dann habe ich mir so 3 Tassen gekauft, die ich schön fand. Okay, das war die erste Tour. Ja, aber jetzt erstmal räumen wir den Scheiß hier weg. Bye, bye. Hallo Leute, wir gehen jetzt nochmal los und dieses Mal mit dem Fahrrad. Ich habe nicht mehr ein Fahrrad dabei. Ich glaube, das ist so ein minimaler Ausgleich dazu, dass mein Auto noch nicht hier ist. We have some more decoration. Woo. Leute. Ich bin ein bisschen crazy, würde ich einfach jetzt mal so behaupten. Die ganze Roomtour kriegt ihr nächste Woche. Das ist jetzt ein kleiner Umzugsvlog. Ich möchte es nämlich aktuell halten. Eigentlich hatte ich ein anderes Video geplant. Aber irgendwie finde ich es doof, wenn es so gar nicht mehr so aktuell ist. Deswegen kriegt ihr das jetzt. Und ich zeige euch jetzt, was ich gerade noch bei Lagerhaus und bei so einem anderen Laden gekauft habe.
einfach zu gucken, okay? Also, wir fangen an bei dem anderen Laden. Da habe ich Stäbchen gekauft. Stäbchen, ganz wichtig. Ich lebe nicht ohne Stäbchen. Dann habe ich eine Schale gekauft. Und dann habe ich was gekauft für mein nächstes gekaufte Streichhölzer. Und zwar sind das diese Soulstick-Gun-Streichhölzer. Das sind so die klassischen schwedischen Streichhölzer. Ich habe ganz viele Teelichter gekauft. Als letztes habe ich einen Teppich gekauft. Ich liebe Flickenteppiche. Ich lebe für Flickenteppiche. Und hier in der Küche kommt ein Flickenteppich. Super. Leute, das war mein Kanal Umzugsvlog. To be honest, ich habe kein Heimweh, aber ich brauche, glaube ich, absolut ein bisschen Zeit, bis ich mich daran gewöhnt habe. Ich treffe mich morgen auch mit jemandem Neues, heißt, das nehmen wir auch gleich wieder in Angriff. Und ich bin sehr gespannt, was die Zeit so bringt, wie es sich dieses Mal entwickelt und ob es besser wird als letztes Mal. Ich brauche das, glaube ich, diese Sachen jetzt hier so selber einzurichten, um mich irgendwie ein bisschen wohler zu fühlen und um mich mehr zu Hause zu fühlen, um das alles ein bisschen heimlich zu machen. Ich hätte es auch einfach genauso lassen können, so kahl. Ich muss es auch jetzt machen, um dieses Gefühl reinzukriegen, okay, hier kann ich herkommen, hier habe ich meinen Safe Space und kann von hier aus eigentlich ein ganz neues Leben anfangen, wenn man das wirklich so drastisch sagen kann. Und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe aber auch ein bisschen Angst. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt für mich. Und es ist auch gut, dass ich diesen Schritt so schnell gegangen bin. Weil sonst hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Wenn ich es nicht direkt nach Stockholm gemacht hätte. Und ja, danke, dass ihr das Video geguckt habt. Danke, dass ihr immer da seid. Und ich euch mitnehmen darf auf dem, was ich erlebe. Und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder.